Herzlich willkommen in Jojos Workshop. Neues Jahr und ja-ta-ta-ta, neuer Plan. Ich will mit euch zusammen einen digitalen Winkelanschlag hier für meinen Schiebetisch bauen. Das Video zum Schiebetisch gibt es da oben. Und was braucht man jetzt für so einen Winkelanschlag? So eine digitale Winkelschmiege. Meine ist jetzt von einem deutschen Discounter. Ich habe euch unten aber auch einen Affiliate-Link nach eBay gegeben. Ihr solltet darauf achten, dass diese Schenkel aus Stahl sind. Ich habe gesehen, es gibt die auch aus Kunststoff. Ich glaube nicht, dass das lange hält. Und dann braucht ihr ein bisschen Holz. Ich habe da schon mal Probe geschnitten, hier mit meinem Schiebetisch. Hat auch klasse funktioniert. Das ist jetzt erstmal Bastler-Standard, USB. Wir werden es jetzt gleich aus Multiplex bauen. Und jetzt legen wir erstmal los. Yippie, das hat geklappt! Jetzt Jojos Workshop abonnieren! Hier könnt ihr ja schon erkennen, wie das einmal aussehen soll. Unten ist eine dünnere Leiste, hier oben kommen zwei Leisten drauf, die zusammengeklebt sind. Oder bei mir sind es halt vier, weil mein Alu-Führungsprofil hier hat 60 mm Höhe. Ich habe also jetzt 3x20 mm vorgesehen, hier zwei 20er aufeinander geklebt, hier den 21er. Weil ich jetzt aber nur 8 und 12 hatte, habe ich halt ein bisschen mehr zu kleben gehabt. Das hat jetzt aber hier genau die richtige Höhe. Da muss jetzt hier das Drehloch rein. Das bohren wir jetzt eben. Beim Bohren von dem Loch müsst ihr aufpassen. Hier soll M8 rein. Ihr müsst mit dem Kerndurchmesser vorbohren. Sonst passt das hinterher nicht. Also bohre ich jetzt hier. Mein Programm sagt, der Kerndurchmesser ist 6,6. Dieser Gewindeschneidkasten da hinten sagt 6,8. Keine Ahnung, ich nehme jetzt das, was im Kasten ist. Wenn er das mit 6,5 schneidet, wird das Gewinde auch vorbohrt, würde das Gewinde auch in das Holz reingehen. Also bohren wir das jetzt erstmal vor. Ja, vielleicht sollte man auch den M8er einspannen und nicht den M6er. Ich richte schon einen Schrecken, ob ich zu dick vorgebohrt hatte. Nein! Schrecken? Obwohl ich jetzt alles schon 3-4 Mal nachgerechnet habe, komme ich immer noch auf das gleiche Ergebnis. Ja, dann lass mal hören, Junge, was hast du denn rausgekriegt? 3x3 ist 5. Ist dann eine 9? Das kann natürlich sein, dann muss ich nochmal nachrechnen. So rum wird das Gewinde natürlich dann auch genau senkrecht. So. Ich weiß, die Bohrmaschine wackelt, aber ich stelle sie ständig hin und her. Irgendwann werde ich sie mal anschrauben, wenn sie ihren festen Platz hat. Den Rest nochmal eben mit der Bohrmaschine hier. Mit der Handbohrmaschine, das geht schneller. Für Faule. Soll da ja eine M6er Schraube rein mit einem geraden Stück. Die hole ich jetzt eben. Ich habe mal hier zur Auswahl zwei Schrauben mitgebracht. M8x80, M8x60. Dieser gerade Teil ohne Gewinde sollte halt länger sein, als der obere Teil, der sich bewegen soll, dick ist. Die 60er ist also genau etwas zu kurz. Wen es stört, der nimmt halt die längere. Ich habe die längere. Wenn man die kürzere nimmt, dann dreht es halt ein bisschen am Gewinde. Ist auch nicht so tragisch. Die schrauben wir jetzt hier in die unterste Platte ein. Ich schraube die jetzt schon mal so weit, wie ich es von Hand kriege. Markiere mir jetzt, wie viel ich hier unten abschneiden muss. Und schneide ein bisschen mehr ab, dass ich das hinterher noch mit ein bisschen Nachdruck hier reinschrauben kann, damit das auf jeden Fall spielfrei da drin steckt. Einmal noch ein bisschen schön machen hier. Messen wir mal die Stärke von der Schraube aus. Ich halte es mal so rum. Das ist irgendwie 7,8. Wenn ich mit einem 8er Bohrer bohre, der bohrt nie ein 8er Loch, das ist immer kleiner. Also bohre ich jetzt das andere Stück mit dem 8er Bohrer auf. Das Loch ist aufgebohrt und oh Wunder, es passt perfekt und spielfrei hier rein. Jetzt gehen wir mal an den Tellerschleifer und schleifen uns das hier ein bisschen schön. Hier müssen ja auch noch Radien dran. Die beiden Brettchen sind jetzt fertig. Ein dünnes, das ist das, was geklappt wird. Ein dickes, da muss noch eine Schraube rein, deswegen ist das ein 20er. Das kommt also auf diese Seite. Ich schiebe den jetzt hier mal komplett runter, damit ihr das besser sehen könnt. So kommt das hier hin und das kommt hier oben drauf. Und dann kann das halt jetzt hier so ausschneiden. Wir kleben das jetzt an und dann kümmern wir uns um den Feststellmechanismus.
Als Feststellmechanismus nehme ich ja hier so ein dünnes Brett, rund gefräst, mit dem Schlitz da drin. Wer einen Fräszirkel hat, kann es fräsen. Ich mache es jetzt erstmal, damit man sehen kann, dass es jeder kann. Mit der Stichsäge, da ist in dem Zeichnungssatz eine Aufklebeschablone, eine zweiteilige, die muss man hier dann aufkleben und dann kann man das passend ausschneiden. Wer einen Fräszirkel hat, da ist auch die Zeichnung bei, dann müsst ihr euch nur ein paar Maße übertragen. Das geht eigentlich auch verhältnismäßig einfach. Mittelpunkt, Kreis, 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 fertig. Zum Ausschneiden mit der Stichsäge habe ich hier zwei Schablonen gemacht im Maßstab 1:1. Das ist ja zu groß für eine DIN A4-Seite. Deswegen gibt es jetzt hier diese Passerkreuze. Die müssen genau aufeinander passen. Das mache ich gleich hier mit den Stecknadeln. Damit ich das besser von meiner Holzplatte wieder runterkriege, habe ich hier schon mal Klebeband runtergeklebt. Und jetzt kleben wir mal das erste Blatt hier auf. Das muss ja auch noch nicht zwingend auf der Position sein, wo man hinterher sägen will. Man könnte ja auch das dann komplett abziehen, aber ich werde wahrscheinlich da entlang sägen. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Wir stechen uns hier die Nadeln durch. Eine hier. Und eine hier. Durch das Kreuz. Weil das scheint doch immer ein bisschen schlecht da unten durch. Und jetzt müssen wir das halt hier nur aufzielen. So, das erste passt. Jetzt kommt die zweite Nadel. Das passt dann jetzt auch. So, Nadeln raus. Was habe ich da jetzt aufgeklebt? Irgendwie falsch. Hätte ich vielleicht genau andersrum legen sollen, die Blätter. Aber ist ja jetzt nicht das Problem. Ist ja gut, dass ich es auf die Klebestreifen geklebt habe. So. Weil ich weiß, dass es auf das Brett hier drauf passt. Gut, dann haben wir jetzt eine Schablone zum Aufkleben hergestellt. Und die kann ich jetzt hier schön abziehen. Und hier auch schön abziehen. Aber geplant war es anders. Wie ihr seht, der Klebestreifentrick bewährt sich. So, so rum passt es nämlich jetzt da drauf. Hä? Wieder verkehrt angelegt. Ach, Schneider. Immer, Jung. Und kriegst du mal da so mega so hier? Der ist ja so dämlich fest und hat so ab hinter den Kopf gehauen. Aber ich hatte doch früher immer schon gesagt, nicht allzu festhauen. So, und jetzt kann ich diese Kante hier wunderbar anlegen, nachdem ich das abgeschnitten habe. Einmal da, einmal da. Das schneiden wir jetzt mit der Stichsäge aus, bohren uns da die Löcher. Dann schneiden wir das jetzt mal hier aus. So, der Schlitz wäre drin. Außenkonturen schneiden. So. Fertig ausgeschnitten. Der bewegliche Teil ist jetzt auch fertig. Der kommt ja genau mit der Seite nach unten dahin und dann lässt er sich so wunderbar aufklappen. Ich habe jetzt geschickterweise diesen Streifen etwas zu schmal gemacht. Wichtig ist, dass die Streifen hier oben bündig anliegen, damit wir gleich mit unserem Feststelldings hier, mit dem Feststellbrett, dann auch sauber aufliegen. Jetzt kommt das so hier hin und kann dann aufgeklappt werden. Ich habe jetzt dieses Feststellbrett einfach mal mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt, um es auszuprobieren. Ich markiere mir mal hier die Mitte von dieser Bohrung. Die sitzt da. Jetzt schwenken wir das mal auf. Und ich stelle euch so, dass ihr sehen könnt, ob das Loch in der Mitte bleibt oder nicht. Ich habe mal hier diesen Vorstecher da jetzt reingestochen. An dieser Stelle werde ich jetzt gleich das Loch dann bohren. Das Loch ist jetzt hier drin. Die Gewindestange steckt drin. Die ist noch ein bisschen lang. Die muss ich noch ein bisschen abschneiden. Das lässt sich jetzt hier verstellen. Und dann mache ich da so einen Drehknopf drauf. Und wenn ich den jetzt hier drauf setze, kann ich den hier jetzt schön verriegeln. Jetzt kommt der kniffligste Teil. Die Schmiege muss hier drauf montiert werden. Und zwar muss dieser Mittelpunkt hier genau hier drüber sitzen, damit sich das auch richtig mitbewegt. Und dann muss ich die Schmiege hier noch
um die Gesamtstärke einlassen. Ich habe das schon nachgemessen, das sind 2,5 mm bei dieser. Das Einlassen geht ja verhältnismäßig einfach. Bei dem Multiplex kann ich das ja quasi schichtweise mit dem Stechbeitel runterholen. Das mache ich jetzt mal eben. Ich habe dann gestern Abend erstmal abgebrochen, weil irgendwie konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte hier ja schön angezeichnet, wo ich die oberste Schicht hier wegmachen musste, damit das jetzt bündig hier reinpasst. Jetzt passt es bündig hier rein. Und was hat der Jojo gemacht? Ihr seht hier die Furche, bis dahin wollte ich wegmachen. Ich habe als erstes das kurze Stück weggehauen. Ging ja auch viel schneller. Klasse. Aber dann habe ich halt alles weggemacht. Jetzt passt das so hier hin. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass der Drehpunkt genau über diesem Loch liegt. Der ist mir aber auch heute Morgen unter der Dusche was Schönes eingefallen, wie das Popel einfach und sehr präzise gehen müsste. Das machen wir. Und hier vorne füttern wir einfach was drauf, damit mein Feststellmechanismus, meine Feststellplatte da auch sauber aufliegt. Jetzt kommt ja der knifflige Teil. Der Drehmittelpunkt von der Winkelschmiege muss über dem Drehmittelpunkt meines Winkelanschlags liegen, also über dem Mittelpunkt dieser Bohrung. Das Peilen und da jetzt festschrauben, nee, das kriegt ihr nicht genau hin. Ich habe mir jetzt hier so eine Schablone geschnitten aus einem Reststück MDF hier, war irgendwo dazwischen. Das kann ich jetzt hier genau mittig auf der Bohrung positionieren und festkleben. Dann habe ich das hier als eine Einheit. Und dann schiebe ich jetzt von hier unten die Drehachse durch und lasse die jetzt genau so ein Stückchen rüber gucken. Und jetzt passt das hier ganz genau. Ich kann meine Winkelschmiege hier dann drauflegen, bohre die Löcher durch und kann sie dann genau an der richtigen Stelle festschrauben. Den MDF-Streifen habe ich jetzt genau hier so aufgeklebt, dass der mittig unter dem Loch sitzt. Ich kann den jetzt hier schön einpassen. So, halte mir den jetzt hier hin und übertrage jetzt die beiden dünnen Löcher schon mal nach unten durch. Da. Und da. Ich habe jetzt 2,5 Spanplattenschrauben gekauft. Die haben einen schönen kleinen Kopf, die kann ich dann ja gut da versenken. Und dann schrauben wir jetzt mal den ersten Schenkel da an. Meine Schablone hier. Oh ja, da kann ich direkt hier meine Schablone hinmachen, um meinen anderen Fauxpas auszubügeln. Distanzstück hin. Markiert euch immer, was ihr wegmachen wollt. Wenn ich mir das schraffiert hätte, hätte ich auch das Richtige weggemacht. Naja, hat man ja nur 1000 Mal bei YouTube gesehen, dass man sich das markieren soll. Aber man denkt nicht immer dran. So, fest. Und fest. Jetzt muss das nur noch da befestigt werden. Und dann bewegt sich das halt zusammen. Dann machen wir jetzt hier eine Platte hin, in der wir das von unten festschrauben. Also diese Löcher müsst ihr von oben senken und diese Löcher von unten. Sonst klappt es nicht. Die Befestigungsplatte für den anderen Teil der Schmiege habe ich einfach hier aus dem Rest abgeschnitten. Dann habe ich auch alles in einer Optik. Das schrauben wir jetzt gleich noch fest. Aber jetzt muss ich erst die Kanten noch ein bisschen entgraten. Und jetzt kann ich ihn endlich einweihen. Der Peter von Leimis Werkstatt hat mir diesen schönen Schleifklotz geschickt. Der Peter hat seinen Kanal Leimis Werkstatt. Und er ist Österreicher, deswegen ist das kein Schleifklotz, sondern ein Schleifpackerl. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Das ist ein Hartholz, ich tippe auf Walnuss. Ich weiß es nicht genau. Jetzt weihe ich ihn ein. Vielen Dank, lieber Peter. Und er sieht nicht nur toll aus, er schleift auch noch ganz toll. Und nebenbei gesagt, liegt da auch noch viel besser in der Hand als diese Plastikdinger, die ich bisher immer benutzt habe. Hier hinten kommen wir ja zum Schrauben etwas schlecht hin, aber wir zeichnen uns jetzt einfach die Position an, wo wir das festschrauben wollen und schrauben es dann von der anderen Seite wieder los und dann können wir es ja festschrauben. Also einmal Positionen anzeichnen. Anpieken. Eben die Schrauben einmal andrehen, dass sie schon sofort packen. Jetzt habe ich mir das da rausgeschwenkt und es bleibt ja so stehen. Gut. Und jetzt schrauben wir das da eben fest. So, jetzt auf der anderen Seite wieder anschrauben.
Ihr müsst das jetzt noch an eurem Parallelanschlag hier befestigen. Ihr könntet jetzt hier durchschrauben und hier an speziellen Positionen Löcher durchbohren. Ich möchte es aber verschiebbar haben, falls ich, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Vor allen Dingen habe ich hier noch ein Stück Aluwinkel. Das passe ich jetzt hier an. Sollte nicht zu weit raufgehen, weil die Kante ja da vorbeigehen muss. Und dann zeichne ich mir das hier an und schneide einfach so ein Stück ab. Hier ist jetzt der Winkel, das obere Loch, die beiden Befestigungslöcher. Und damit ich die Höhe gut treffe, schiebe ich das jetzt einfach hier ein bisschen raus. Mache da die eine Markierung hin und am anderen Ende mache ich das gleiche nochmal. Meine Winkelschmiege ist jetzt fertig. Es ist etwas sehr groß geworden, weil ich ja unbedingt 90 Grad Schwenkwinkel haben wollte. Man kann sicherlich auch mit 60 Grad leben, in dem Zeichnungssatz, den ihr bei mir auf meiner Homepage jojos-workshop.de kaufen könnt, gibt es auch noch einen mit 60 Grad. Es lässt sich ja ganz leicht bauen. Was ist das denn? Ein Teil, zwei Teile, drei Teile, vier Teile, fünf, sechs Teile und die Schmiege, vielleicht dieser Winkel noch zum Befestigen, das war's. Am aufwendigsten ist eigentlich diese Feststellplatte, aber ihr seht, man kann es auch mit der Stichsäge ausschneiden. Wer es besser kann als ich, dann sieht es vielleicht besser aus, aber auch das funktioniert. Das wollte ich ja zeigen. Zum Montieren habe ich ja den Winkel hier und als Nutenstein nehme ich immer eine M8er Schlossschraube, wo ich links und rechts den Kopf abfeile, dass der genau hier reinpasst. Das geht übrigens auch für M6er Nuten, aber ich habe halt hier eine M8er Nut gewählt. Schiebe ich da rein, mache das hier drauf, fertig. Um das festzustellen, habe ich jetzt die Qual der Wahl. Im letzten Video habe ich ja die Drehknöpfe gemacht. Das Video gibt es übrigens oben im Eck, in dem Eck. Hier ist jetzt einer ohne Loch. Hier kann man die Muttern erkennen und der ist auch kleiner. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden. Die sehen sich wenigstens ein bisschen ähnlich. Ich mache jetzt ja nicht neue, ich habe ja noch genug. Jetzt kann ich das einfach hier festschrauben und kann das einfach hier festschrauben. Und jetzt kann ich das hier verstellen und festmachen und dann hält das auch. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der hat doch toll funktioniert. In der Videobeschreibung gibt es Affiliate-Links und auch den Link zu Limis Werkstatt, also zu dem Kanal von Peter, der mir den schönen Schleifkloss geschickt hat. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Stellen wir uns hier mal einen schönen Winkel ein. 50 Grad. Festgestellt, das ist jetzt so eingestellt, dass es hier dran vorbeipasst. Und jetzt schneiden wir mal. Schöner Schnitt geworden. Ich kann es jetzt nicht nachmessen, meine Winkelschmiege ist ja da oben montiert.